Wir sind Hoffnung. Wir sind Ehre. Wir sind Mut. Wir sind Gerechtigkeit. Wir sind Mitgefühl. Wir sind Entschlossenheit. Wir sind Harmonie. Wir sind Overwatch. Krieg. Als die Welt sich am Rande der Anarchie befand, keimte neue Hoffnung auf. Eine internationale Elite-Eingreiftruppe zur Beendigung des Krieges und der Wiederherstellung der Freiheit aller Nationen. Overwatch. Soldaten, Wissenschaftler, Abenteurer, Außenseiter. Wächter, die eine Generation lang den globalen Frieden gesichert haben. Unter ihrem Schutz erholte sich die Welt. Und heute, obwohl ihre Wacht beendet ist, sind ihre hehren Ideale der Freiheit und Gleichheit unvergessen. Das war so cool! In diesem einen Kampf, da hatten sie Soundquake! Du weißt doch, er kann Raketen aus seiner Brust feuern! Welchen magst du am liebsten? Ich bin Fusionator krass! Nein! Tracer! Ja, Tracer! Die macht immer so! Cheers, Darling, die Kavallerie ist da! Wow. Das ist Doomfists Zahnschuh. Oh Mann. Es heißt, er kann nur mit einem Wolkenkratzer platt machen. Und weißt du noch, als Winston ihn im Kampf fast besiegt hatte? Und er dann so... Ist doch nur noch auf den Holowitz so. Wissen doch alle, dass Overwatch längst dicht gemacht wurde. Einige von denen sind nur noch Söldner. Na, gefällt euch die Ausstellung? Okay, Feierabend. Geht in Deckung. Mach schon, beeil dich! Da bist du ja. Psst, was gibt's da zu glotzen? Schon, mein Großer. Hoch mit dir. Oh nein.
Ihr wisst doch, die Welt kann nie genug Helden haben. Eine uralte Legende meiner Familie erzählt von zwei mächtigen Drachenbrüdern, dem Drachen des Nordwindes und dem Drachen des Südwindes. Gemeinsam bewahrten sie im Himmel Gleichgewicht und Harmonie. Die Brüder stritten, welcher besser über das Land wachen könne. Ihr Zerwürfnis entlud sich im Zorn und ihr gewaltiges Ringen verfinsterte den Himmel. Schließlich erschlug der Drache des Südwindes seinen Bruder, der zur Erde stürzte und so das Land zerbrach. Südwindes hatte triumphiert. Doch mit der Zeit überkam ihn die Einsamkeit. Und die Genugtuung wich Trauer und Wehmut. Jahrelang säte die Trauer des einsamen Drachen Zwietracht in der Welt. Und er kannte nur Bitternis und Schmerz. Eines Tages kam ein Fremder zu dem Drachen und fragte ihn: O Drachenfürst, was bekümmert euch so sehr? Der Drache erwiderte: Im Streben nach Macht tötete ich meinen Bruder. Doch ohne ihn bin ich verloren. Der Fremde antwortete: Ihr habt euch selbst tiefe Wunden zugefügt. Und nun müsst ihr genesen. Wandelt auf Erden, auf zwei Beinen, so wie ich. Lernt Demut zu schätzen. Dann werdet ihr Frieden finden. Du bist nicht der Erste, den sie schicken, um mich zu töten. Und du wirst auch nicht der Letzte sein. Es war mutig, zum Haus der Schmörder zu kommen. In die Arme deiner Feinde. Einst war dies meine Heimat. Haben dir deine Meister nicht erzählt, wer ich bin? Ich weiß, wer du bist, Hanzo. Und dass du jedes Jahr am gleichen Tag hierher zurückkehrst. Du wagst viel, um jemanden zu ehren, den du ermordet hast. Du weißt nicht, wovon du sprichst! Ich weiß, du redest dir ein, dass dein Bruder dem Clan nicht ergeben und du ihn töten musstest, um die Ordnung zu wahren. Du dachtest, es wäre deine Pflicht. Es war meine Pflicht und meine Bürde. Das heißt nicht, ich würde ihn nicht ehren. Ah!
glaubst, dass du deinen Bruder Genji mit Weihrauch und Opfergabeln ehrst? Doch Ehre erwächst allein aus Taten. Du erzählst mir etwas von Ehre? Du bist nicht würdig, seinen Namen auszusprechen! Ryuga Wagateki Okurao! Wer bist du? Du zögerst. Töte mich. Nein. Ich werde dir nicht die Gnade des Todes gewähren. Dein Leben hat noch immer eine Bestimmung, Bruder. Nein. Wie? Mein Bruder ist tot. Genji. Der Drache fiel auf seine Knie. Zum ersten Mal sah er die Welt um sich herum mit klarem Blick. Und er wurde zu einem Menschen. Der Fremde offenbarte sich ihm als sein gefallener Bruder. Und gemeinsam machten sie sich daran, das aufzubauen, was sie einst zerstört hatten. Was ist aus dir geworden? Ich habe akzeptiert, was ich bin. Und ich habe dir vergeben. Nun musst auch du dir vergeben. Die Welt ist im Umbruch, Hanzo. Und es ist an der Zeit, eine Seite zu wählen. Das Leben ist nicht wie in den Geschichten, die uns Vater erzählt hat. Du bist ein Narr, wenn du daran glaubst. Es mag töricht sein, noch Hoffnung für dich zu haben. Aber ich habe sie. Denk darüber nach, Bruder. Ich mache mir Sorgen um Alejandra. Jeden Tag. Sie ist zwar kein Kind mehr, aber noch lange nicht erwachsen. Sie muss noch ihren Weg finden. Ich erzähle ihr immer wieder von den Helden, die unsere Welt gerettet haben, um ihr Hoffnung zu geben. Doch ich habe Angst, dass sie eines Tages zu einer Entscheidung gezwungen wird, die den Rest ihres Lebens bestimmt. Hey, hey, Alec! Wo bist du denn hier, Süße? Nirgendwohin. Nirgendwo ist richtig. Komm her, ich will dir mal was sagen. Hier, guck dir das Ding an. Gib ihm, was es verdient. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt los. Komm schon. Tu es! Ist doch nur eine Blechbüchse. Ich muss zum Laden, bevor er zumacht, oder meine Mama bringt mich um. Was? Hey! Geh vor Kampf, wenn du kein Geld hast, Linie. Lass das! Gib zurück! Ich brauch das! Hey, komm her! Es geht los! Thank you.
Komm schon, Kumpa, steh auf. Was war das? Hast du was gesehen? Wer ist da? Schluss mit den Spielchen, Perro! Komm raus und kämpf! Vielleicht kommt ihr mir nicht davon. Nehm das! Alte Angewohnheit, schätze ich. Geh nach Hause, Kleine. Hier draußen ist es nicht sicher. Du bist einer von diesen Helden, nicht wahr? Schon lange nicht mehr. Und Hoffnung in ihren Augen, dann denke ich, dass ich mir wohl doch keine Sorgen um Alejandra machen muss. Generator-Test bereit. Aber, Winston, nicht aufregen. Ihr Puls ist weit über dem Normalwert. Hör auf, ständig meine Vitalfunktion zu überwachen, Athena. Wie Sie wünschen. Ihr letztes Cardio-Training war vor 43 Tagen, 7 Stunden und 29 Sekunden. Sie wissen doch, eine gesunde Lebensweise... Den Geist. Dafür habe ich ja das. Zwischen Omnix und Menschen beläuft sich auf mehr als 15.000 Tote. Bisher
Sicher konnte sich die internationale Gemeinschaft nicht zu einer Entschuldigung. Winston, bei solchen Nachrichten haben wir immer die gleiche Diskussion. Ich erinnere Sie daran, dass die Reaktivierung von Overwatch-Agenten große Gefahren birgt. Der Patriot Act aus dem Jahr 2042 stellt jegliche Aktivität von Overwatch unter Strafe. Weiß ich doch. Du hast recht. So ist die Welt heutzutage. Wie ich die alten Zeiten vermisse. Du hast da etwas, das mir gehört. Gib sie mir zurück. Oh, keine Angst, ich bin dir nicht böse. Oh, wollen wir tauschen? Dachte ich mir doch. Von hier aus ist nicht viel zu sehen. Aber du weißt, dass mehr da draußen ist, nicht wahr? Komm mit. Es wird Zeit, dass ich dir etwas zeige. Eindringlinge entdeckt. Talon. Athena, lösch das Licht. Zu sehen, ob da draußen noch mehr ist. Nun, sieh doch selbst. Denk immer daran. Akzeptiere die Welt nicht so, wie sie zu sein scheint. Habe den Mut, sie zu sehen, wie sie sein könnte. Winston! Er hat bald die Aufenthaltsorte aller Agenten. Ich werde Ihnen Grüße von dir ausrichten, Äffchen. Ich bin kein Affe! Ich bin Wissenschaftler. Datentransfer 90%. Fehler
98%. Durchhalten, Athena! Athena? Athena! Virus eingedämmt. Ich überprüfe die zentrale Datenbank. Systeme werden wiederhergestellt. Läuft das Ding? Ich habe einen Chronobeschleuniger gebaut. Da ist das Donklacks. An alle Agenten von Overwatch. Oh, gleich nochmal. An die ehemaligen Agenten von Overwatch. Hier ist Winston. Wer auch sonst. Vor 30 Jahren begann der Aufstand der Orks. Die Nationen der Welt sahen keinen Ausweg, bis sie sich an eine kleine Gruppe von Helden wandten. Overwatch wurde ins Leben gerufen, um die Menschheit aus der Omnix-Krise zu befreien. Für sie wurden wir zu nie dagewesenen Champions des Friedens und Fortschritts. Ihr wurdet gerufen, weil ihr Kräfte und Fähigkeiten besitzt, die euch zu... Ihr kamt, weil ihr... Warum erzähle ich euch das? Okay. Die Menschen dachten, dass sie besser ohne uns dran wären. Sie schimpften uns Kriminelle. Sie entzweiten sogar unsere Familie. Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Wir können wieder etwas bewirken. Die Welt versinkt im Chaos und braucht Helden! Seid ihr dabei? Akzeptiere die Welt nicht so, wie sie zu sein scheint. Habe den Mut, sie zu sehen, wie sie sein könnte. Baue Verbindung mit Agenten auf. Winston? Bist du das, Großer? Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja. Ja, in der Tat. Wer ist Sombra? Für das System existiert sie nicht. Es kennt sie nicht. Niemand erinnert sich an das Mädchen. Nach dem Ende des Krieges gab es tausende Kinder wie sie. Aber keines konnte so hacken wie sie. Und sie lernte, dass Menschen genauso leicht zu manipulieren sind. Jetzt verstand sie, wie die Welt funktionierte. Information ist Macht. Also hackte sie weiter. Politiker, große Firmen, Regierungen. Es war eine Sucht. Aber zum ersten Mal blieb sie nicht unbemerkt. Wenn deine Hardware veraltet ist, wird es Zeit für ein Upgrade. Und das kleine Mädchen von einst wurde zu Sombra. Jetzt bin ich bereit. Nun finde ich raus, wer in der Welt wirklich das Sagen hat. Ich werde ihre Schwächen finden und lernen, sie auszunutzen. Und wenn es soweit ist, werde ich die Fäden ziehen. Wer ist Sombra? Das werdet ihr nie erfahren. Ich dachte eigentlich, das soll das ausgeklügelste Sicherheitssystem der Welt sein. Vera wird nicht den ganzen Tag sein. Beeilt euch. Schluss damit. Ist die Satellitenverbindung bereit? Natürlich. Bist du sicher, dass das Ziel hier ist? Oh, sie ist hier. Keine Frage. Okay, ihr könnt rein. Ich kann
kann es kaum erwarten, dass diese Inspektion vorbei ist. Sombra, Tür! Sombra! Wachtürme sind ausgeschaltet. Bin in Position. Sombra, Zeit bis zum Ziel? Ziel nähert sich. Vorsitzende Volskaya, die neuen Lenksysteme werden bei der Vernichtung der verhassten Omnix entscheidend sein. Sagen Sie mir lieber, auf Ihrem Zeitplan liegen. Das Omnium wartet mit Ihrem nächsten Angriff nicht, bis wir bereit sind. Unsere ersten neuen Mechs seit 10 Jahren. Damit ist die Zukunft Russlands gesichert. Nur noch ein paar wenige Zentimeter. Was? Red Omega, halt die Stellung. Wir übernehmen. Ich habe ja ein Problem. Jetzt liegt's an dir. Bin schon dabei. Sie entkommt! Volskaya. Volskaya. Du hast keine Ahnung, was es mich gekostet hat, dieses Treffen zu arrangieren. Relaxate, ich werde dich nicht töten. Schließlich habe ich den Alarm ausgelöst. Sombra, Status, ist das Ziel aus... Okay, hör zu. Ich bin als Freundin gekommen. Ich zeige dir, was ich gefunden habe. Sag mir, was würden die Menschen in Russland wohl sagen, wenn sie erfahren, dass ihre Kämpferin gegen die Omnix ihre Technologie direkt vom Feind bezieht? Was würde das wohl für die Zukunft Russlands bedeuten? Was wollen Sie? Die mächtigste Frau Russlands? Ich wollte schon immer so eine Freundin haben. Also habe ich mir gedacht, ich verbreite diese Bilder nicht auf jedem Holoweed der Welt. Und du hilfst dafür deiner neuen Freundin ab und zu aus. Was meinst du? Die Uhr tickt, Amiga. Als ob ich eine Wahl hätte. Und was jetzt, Freundin? Ich melde mich. Oh. Mission gescheitert. Ziel entkommen. Zurück zum Schiff.
Wissen Sie, warum Sie hier sind? Ich habe so eine Ahnung. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich Angst vor Spinnen. Damals wurde mir gesagt, sie wären wie Maschinen. Und dass ihre Herzen niemals schlagen. Doch nun kenne ich die Wahrheit. Los zum nächsten Mandata! Wir lieben dich! Nein! Mensch, Maschine, in der Iris sind wir alle eins. Vor mir sehe ich die Zukunft. Menschen und Omnis, die zusammenstehen. Vereint durch ihr Mitgefühl. Durch ihre gemeinsamen Träume und Hoffnung. Eine sichere Frequenz. Niemand ist autorisiert. Identifizieren Sie sich unverzüglich. An alle Teams, sichert die Dächer. Halo ist unterwegs. Wiederhole, Halo ist unterwegs. Sir, wir haben ein Problem. Wir müssen jetzt leider abbrechen. Chariot, hier spricht Team 1. Halo ist in Gefahr. Over. Was für ein kleines, törichtes Mädchen. Ich schätze, die Party ist vorbei. Nein.
Nein, nein! Nein, 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 nein! Warum? Wie kannst du sowas tun? Adieu, chérie. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich Angst vor Spinnen. Damals wurde mir gesagt, sie wären wie Maschinen, deren Herzen niemals schlagen. Doch nun kenne ich die Wahrheit. In dem Moment, in dem sie ihre Beute töten, könnten sie lebendiger nicht sein. Meine geliebte Faria. Jede Mutter hofft auf eine bessere Zukunft für ihre Tochter. Dafür war ich bereit zu kämpfen und zu sterben. Ich habe dir beigebracht, dass es nichts Wichtigeres gibt, als die zu schützen, die du liebst. Du bist unter Helden aufgewachsen, die deinen Kopf mit Abenteuern und Träumen von Ruhm gefüllt haben. Und eines Tages wolltest du zu ihnen gehören. Aber das war nicht das Leben, das ich für dich wollte. Du weißt nicht, wie schwer es auf meiner Seele lastet, dass ich so viele töten musste, um andere zu schützen. Aber ich habe immer meine Befehle ausgeführt, bis ich eines Tages den Abzug nicht drücken konnte. Ich habe gezögert. Und das hat alles verändert. Die, die ich beschützen wollte, starben. Und ich blieb zurück. Schwer verwundet. Die Welt hielt mich für tot. Und ich dachte mir, vielleicht ist es besser so. Ich habe in meinem Leben so viel verloren. Ich musste von so vielen Freunden Abschied nehmen. So viele geliebte Menschen begraben. Aber all meine Verluste ändern nichts daran, dass es immer noch Menschen gibt, die Schutz brauchen. Ich kann also nicht aufgeben. Noch nicht. Nicht solange es Menschen gibt, die auf mich warten. Nicht solange es Menschen gibt, die mich brauchen. Eines Tages wirst du das vielleicht verstehen.